Willkommen zurück zu Planet Zoo. Müll. Okay, war jetzt noch da. Hier kommt hier rein. Herausforderung. Die Hege 27. So, müssen wir noch umbenennen. Ist gestresst. Deswegen bist du denn gestresst? Er sucht sich zu verstecken. Okay. Bewegen wir das einfach nach hinten. Und bewegen. Dass sie nicht so in der Öffentlichkeit hocken. Beim Futtern. Natur. Gucken wir das mal an. Du bist afrikanisch. Ja, es sieht bei der Nahrungsaufnahme nicht so. Ein bisschen privat. Ja, einfach dahingeschmissen, ne? So wie sich das gehört. Sehr gut, sehr gut. Ich will hier so ein bisschen was bauen, wo sie sich verstecken können. Hoch mit dir. Kann man auch eine Rampe ranbauen? Lass sie halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Was haben wir denn hier noch? Was da rein? Uff. Ja, einfach mal im Baum platziert. Seid ihr immer noch so gestresst? Nö. Gut, wir haben die Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr günstig sind. Dann machen wir hier hoch auf 10. Qualität der Mahlzeit. Müssten wir auch noch ändern. Nicht hungrig. Ja, ja, dass wir das Essen ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Siehst du hier? Hier fängt das jetzt schon an, dass die sich etwas langweilen. Sehr günstig. Okay. Was sagen denn die Gäste allgemein? Die Gäste sind wie immer sehr hungrig. Ich könnte noch einen zweiten Techniker gebrauchen. Der anfängt zu forschen.
Und zwar forscht er an. Macht er erstmal das hier fertig. Ist echt das beliebteste Tier? Hierhin. Hier wohl befinden. Höchste Attraktivität. Arterhaltung. Was haben wir denn in der Arterhaltung noch? Ja, die altern ja nicht. Im Kofferraum quasi. Oh, hier mal schön viele Jungtiere. Aber was ist denn bei euch? Qualität der Mahlzeit stimmt nicht. Futterbeschäftigung. Aber erstmal muss ich das Gehege noch umbenennen. Hier haben wir dich drinne. Binturon. Das funktioniert. Das sieht gut aus. Lange sei mal jetzt so offen. Okay, also sie können sich so lange austoben, wie sie wollen. Inspektorbericht. Ja, weil es gerade gestresst war, ne? So. Was kosten jetzt eigentlich Elefanten? Elefant, indischer Elefant. Oder afrikanischer Elefant. Gucken wir uns mal einen afrikanischen Elefanten an. Unerschwinglich. Indischer Elefant? Unerschwinglich. Ah, da blättern wir ein bisschen mal durch die Kategorie. Okay, die sind teuer. Schweine haben wir. Lamas? Bitte was? Und relativ groß? Wenn ich jetzt aber 10 Tiere halte, also 2 bis 3.000 brauche ich jetzt schon. Ungefähr 2 Meter, Schutzgrad 4. Okay, krankes Tier entdeckt. Auf jeden Fall Tierarzt, ne? Immer noch Tierpfleger, der sich mit dem Arbeitsbereich 1 noch weiter auseinandersetzt. Jetzt sollten wir auch die Forschung darauf setzen. Das war diese Krankheiten. Schmerzen. Dass sie nicht mehr so tragisch sind. Wo müssen wir denn hier hin? So, dem Qualitätsstufe 1. Oh, oh. Ja, ja, weiß ich. Deswegen habe ich jetzt auch schon einen zweiten eingestellt. Der sich damit drum kümmert. Ist schon in Angriff genommen. In der Staubsaugt hier gerade drinne. Wollte gerade noch Tiere shoppen gehen. Lama? So, jetzt gucken wir mal. Wie viel brauchen wir mindestens? Gleiches Verhältnis immer. Okay. Sehr schön. Aber ich habe nur zwei Weibchen. Bräuchten wir nur zwei Männchen noch.
Alpaka. Nee, sowas gibt's hier noch nicht. Aber hervorragend. Brauchen die Wasserflächen? Nö. Wasser mache ich später. Boah, ist er. Ah. Hier können wir Kokos reinsetzen. Na, staubsaugt er schon? Ja, er staubsaugt schon. Hier fangen wir jetzt an mit dem zweiten Kreis. Beziehungsweise setzen wir das hier hin und dann können wir hier oben das Krokodil reinsetzen. Dann haben wir nämlich die Basis. Das hier produziert Geld. Und hinten können wir dann mal ein geiles Krokogehege bauen. Warum Schutzfaktor 4? Ist nur 2. Die Scheibe eigentlich. Hier Schutzfaktor 4. Nehmen wir doch die Scheibe. Ja, die kann ja wieder nicht. Kann man ja auch nicht blickdicht machen, ne? Das ist ja nur mit Kletterschutz. Auch keine Scheibe reinsetzen. Scheibe sieht schon ein bisschen kaputt aus. Danke, ist hier entdeckt. Ja, macht das fit. Ja, bis 2 Meter. Ja, ich mag das aber nicht, wenn... Mag das lieber denn so? Bin ich natürlich wohl. Aber wir müssen erstmal ein Gehege bauen. Wir brauchen jetzt erstmal Platz. Ich kann mir vorstellen, dass die sich auch vermehren wie... Gut. Und dann bauen wir hinten ein geiles Krokogehege beim nächsten Mal. Hier kommt... Hier hin. War das mal so? Jetzt hier mal. Wie sieht das aus? Weiß nicht, kann ich mich damit anfreunden? Ja, wir fangen erstmal damit an. Hier bauen wir den Quengelgang. Oh. Dann brauchen wir nämlich auch so langsam mal Strom.
wieder hier hin. Komm schon. Zack. Und. Guten 4 Meter. Alpakas. Da rein. Alpakas, Lamas. Gehege. El Vilama, El da. Was ist denn das? Nein. Dass sie sich da so ein bisschen auch noch verstecken können. Ich fühle mich sonst zu beobachtet, ne? Machen wir zwei hin. Hier können sie noch gut trinken. Oh, sehr schön. Und das. Hallo, Mr. Lama. Sie wohl. Wir können auch Schnee. Ach, bis 40 Grad, das ist okay. Wollen noch keinen Helm einfach machen. Stimmt. Das hat sich gerade angehört. Neuer Arbeitsbereich. Arbeitsbereich 2. Für Arbeitsbereich 2 bekommen wir einmal eine neue Grundausstattung. Tierarzt. Gut. Ich. Wer forscht denn eigentlich? Was da forscht? 2. Uns nochmal ein 1. Du wirst in Arbeitsbereich 2 eingeteilt. Du auch. Gut, das war so die Grundsachen hier haben. Die kommen damit klar. Gelände ist Bombe. Gefällt denen. Bepflanzung werden wir jetzt mal einfügen. Nicht zu viel Bepflanzung. Und halt mehr auf die Richtung. Ach, warum ich das schon? Busch. Dass sie da ein bisschen mehr. So wie man es halt kennt. Ist das auch ein Quarz? Davon. Ich gehe soweit ganz gut. Hervorragend. Auf die Ecke, okay. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier weiter. Ja. Ein Automatikclip. Kann das so drehen. Ein Lama. Die sollte auch was lernen. Mülleimer. Für Spenden wäre ich euch sehr dankbar.
ist nichts. Also können sich hier auch mal ausruhen. Die Leute. Zum Beispiel als beliebtes Tier immer noch dich. Was braucht ihr? Mehr Futterbeschäftigung. Noch eine Rolle? Okay, also wird das auch sehr schnell langweilig werden. Stehen da und warten. Ja, aber dann könnten wir doch eigentlich auch noch einen Mitarbeiterraum hier hinsetzen. Und, genau. So ein Ding. Geh doch da rein. Den geht doch einfach da rein. Arbeitsbereich. Das. Alle Gruppe ist ausgeglichen. So, wir haben keine aktive Krankheit mehr. Den geht's wieder da rein. Was haben wir denn noch bei Verkaufsständen? Jetzt beide, ja. Dann nehmen wir noch eine Vivarien. Oh, dann stellen wir das schräg hin. Um einen schönen Abschluss zu finden. Und dann... Nein. Brauche ich nicht. Obwohl ich es nicht mehr brauche... Geld. Aber zack. Wie sieht's aus mit Temperaturen? Blub. Gar nicht erforscht, ja. Okay. Ah, falsch rum. Das ist die 4. Weg. Ja. Nee, du kommst auch weg. Okay. Dann binden wir dich noch ein. In Arbeitsbereich 2. Na, noch Erdferkel vorhanden. Was bräuchte ich für euch jetzt nochmal? Ein kleines Gehege. 1:1. Gibt es ein Männchen noch zum Verkauf? Ein Männchen, ein Weibchen, ja. Hier, zack. Ja, binden wir den. Hier können wir aber noch den Tierpflegerraum. Wir brauchen nicht so weit laufen. Hier. Wir brauchen ja nicht viel. Nur Geschenke halten. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Erdferkeln.
Welchen Schutz brauchen die denn? Achso, stimmt ja, die werden ja auch schnell gestresst. Aber die brauchen nicht viel Schutz. Zwei reicht. Gut. Dann bauen wir das Gehege einfach. Dahin. Dann ziehen wir das bloß runter. Ein kleines bisschen mehr. Sieben. Oh. Und noch eine Barriere. Nein. Auch nicht viel. Oh. Ein Meter. Ja, sieht besser aus. Lamar erwartet Nachwuchs. So. War das hier? Ich nehme mal weiter so, soweit wie es geht. Damit halt die Übergänge schön sind. Ja, ob sie sich wieder durchbacken. Dann kann man hier hinten schön in Ruhe. Ein Häuschen bauen. Jetzt erstmal nicht so. Dahin. Aber die sind auch sehr schnell gestresst, ne? Erstmal so. Dich bauen wir da ein. Vorrangt. Kriegen wir noch eine schöne Tür. Und bauen das Gehege in Ruhe aus. Mit Erdferkel. Mit Erdferkel. Erd. Ich würde mal sagen mit der E. Gucken, ob wir wieder Ausbruchskünstler haben. Ja, die sind eher so mittel. Perfekt. Was fressen denn meine Erdferkel? Ja, es kommt auch alles im hinteren Bereich. Unterkunft haben wir. Das wird das zentrale Beschäftigungs... Unterbeschäftigung. Mit Pflanzen mal dahin. Gut, dann holen wir sie mal. Was sagen denn meine Tiere im Allgemeinen? Spinnen sind genug da, Männchen. Jo, schnell handeln. Die müssen erwachsen werden. Wird sie auch bald paaren. Aha, aha, sehr schön, sehr schön. Da kommen mal die nächsten. Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr schön.
Es müsste jetzt auch fertig sein. Das. Nutzungsort und Klettermöglichkeiten. Wie geht's euch? Ihr braucht etwas mehr Erde. Sollt ihr haben. Und ein kleines bisschen mehr Erde hier. So ein bisschen ausläuft. Und Gras lang. Bepflanzung. Alle wieder zurücksetzen. Ja, dass wir hier so ein bisschen Sichtschott bauen. Soll ich nicht gleich so kleine Bäumchen? Haben wir sowas noch? Ja, die sind auch sehr schnell sehr gestresst. Klein. Die haben jetzt alles erstmal. Bonus mit anderen Arten? Was können wir da bei euch noch reinschmeißen? Erdmännchen. Sehr günstig sind. Wo denn? Voll frei. Noch ein Geschenk. Das haben wir gerade. Muss ich jetzt auch noch mal einmal hinzufügen. Ah, dahin. Das gehört zu eurem Arbeitsbereich. War die schon benannt? Hier kommt Lama rein. Und hier kommt Erdferkel. Das gute Erdferkel. Ja, habt alle Regenschirme und schon wieder Geschenke erhalten. Gut, eine stabile Finanzierung haben wir. Die Leute kommen von selber. Und was wir hier brauchen. Die Leute haben Bock. Viel Spaß. Kann ich dich hier draufsetzen? Ja. Erdferkel. Erdferkel. Mülleimer hier. Mülleimer da. Gibt Geld. Mir all euer Geld. Nein. Die werden nur mutwillig zerstört. Dahin. Ihr werdet nur mutwillig zerstört. Was haben wir denn? Ist gestresst, ja, war mir klar. War mir klar. Ich könnte sich hinten hier schön erstmal aufhalten. Natur. Das wäre es erst ein bisschen versuchen, dicht zu machen. Ihr privater. Ist einfach nur ihr privater Bereich hier hinten. Wenn ihr euch verkriechen wollt, bitte. Kein Problem. Sollten wir vielleicht noch ein paar Steine in den Weg legen. Funktioniert das auch? Ich
Ich denke, dass sie so hinter den Steinen ein bisschen verkriechen können. Aber es sieht doch gut aus. So, Gäste. Beliebtes Tier bist du. Wir brechen bisher keine weiteren. Bildung pro Tierart. Essen. Können wir noch was? So, du bist Stufe 2. Vorrang. Und damit sage ich jetzt einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal.